Jedes Jahr lädt die AMREF zu ihrem Marathon afrikanische Athleten nach Salzburg ein. Viele vergessen, worum es beim AMREF-Marathon eigentlich geht. Und zwar um Afrika. Wir haben die Helfer und Athleten hinter AMREF am Wochenende unter anderem zur Black and White Charity begleitet, um den eigentlichen Grund hinter dem AMREF-Marathon wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Vor dem großen AMREF-Marathon Sightseeing in Salzburg. Hand in Hand mit Schauspielerin und AMREF-Botschafterin Katharina Morino besichtigen die ostafrikanischen Athleten unsere schöne Landeshauptstadt. Dabei bereiten sich die Läufer auch spirituell auf den AMREF-Marathon vor. Besuch bekommen sie von Klaus Eberhardinger, der extra nach Salzburg gekommen ist, um die afrikanischen Gäste kennenzulernen. Das, wie er es nennt, große menschliche Potenzial der Afrikaner, fasziniert Eberhardinger seit seiner Kindheit. Klaus Eberhardinger lebt selbst in Afrika und kennt die Situation daher sehr gut. Hilfe für Afrika betrachtet der ERV-Frontmann als eine Pflicht, die Europa zu erfüllen hat. Ein toller Kontinent, es ist ein Kontinent voller Möglichkeiten, der bei uns ja immer nur präsentiert wird als der Kontinent voller Probleme. Da soll man ein bisschen in der Geschichte zurückgehen und dann lernt man, dass Afrika eigentlich in verschiedenen Regionen viel weiter vorn war. Zum Beispiel die westafrikanischen Geschichten um Benin, die waren also kulturell weiter als wir Europäer. Und das hat man zerstört. Kolonialismus ist dieser Thema, das kann man jetzt nicht hier behandeln, aber vieles, was in Afrika heute im Argen liegt, ist von uns dort hineingetragen worden. Das ist nicht hausgemacht, sondern das wurde auch schon von uns, von den Europäern, beziehungsweise vom Westen, von den Amerikanern natürlich auch, von den ganzen Kolonialkräften dort gepflanzt. Auch Katharina Morino ist sich der Rolle Europas für Afrikas Vergangenheit und Zukunft bewusst. Auch sie hat der schwarze Kontinent in seinen Bann gezogen. Ihre Aufgabe für AMREF betrachtet sie als die wichtigste Rolle ihres Lebens. They asked me to become their ambassador. And for me it was a huge honor because I know from Italy how AMREF is important in Africa when they asked me if I can help them to raise money and to make more AMREF more famous in France, that was the best role of my life. The best role more than all my movies have done. Vor dem Marathon findet die große Black and White Charity im Gewandhaus statt. Ein Abend, der ganz den afrikanischen Gästen gewidmet sein soll. Ebenso versucht AMREF auf der Black and White finanzielle Mittel für Hilfsprojekte in Afrika zu lukrieren. Fast 40.000 Euro kamen hier zusammen. Aber auch ein ganz besonderer Geburtstag wird gefeiert. AMREF Germany-Gründerin Leonore Semmler wird 90 Jahre alt. Bei Walter Schmidtjell und ich, wir sind zwei Säulen in der großen AMREF, weil wir haben das große Glück gehabt, dass wir angefangen haben und gearbeitet haben, als Michael Wood noch gelebt hat und was heute in AMREF The Spirit of Michael Wood heißt. Und Walter und ich sind die großen Kämpfer, auch heute, dass das AMREF bestehen bleibt, was der Michael Wood gegründet hat. Und da ist große Gefahr, dass in der modernen Welt das verloren geht. Nachdem sie 1973 ihren Mann und ihre Tochter verloren hatte, widmete sie ihr Leben AMREF. 50 Millionen Euro konnte sie für AMREF Germany bisher sammeln. Die afrikanischen Menschen sind uns sehr, sehr ähnlich. Sie haben dieselbe Ethik, dasselbe Familiengefühl. Sie haben die große Liebe zu Kindern, die große Liebe zu alten Menschen. Und irgendwie, warum ich das immer wieder empfinde, da ist kein großer Unterschied zwischen uns und den Afrikanern. Don't make a fool out of me. Die Black and White Charity zeigt, wie viele Menschen sich für Afrika einsetzen. Für diese Unterstützung ist AMREF überaus dankbar. Von den tollen Highlights natürlich sind wir sehr froh, dass unsere Freunde von Wolfgang Ambros über die Iris Strubecker, über die Katharina Morino, über den Franz Buchrieser, alle da waren eigentlich und mit uns gefeiert haben und ein Teil von AMREF Austria geworden sind. Neben dem jährlichen Medientrubel um den AMREF-Marathon sollte man dessen eigentliche Bedeutung nicht vergessen. Gelaufen wird für Afrika. You come to tell me all the time.